Heute mache ich Daily Sketch 37 und ich dokumentiere das mal. Also erst brauche ich eine Idee. Worum geht es in diesem Sketch? Ich habe ja diese Storyline quasi ein bisschen von dem Film. Deswegen kann ich mir überlegen, was jetzt als nächstes passieren könnte. Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie komplett dämlich. Und der Boss dann. Und der, weil der verkackt hat. Das macht ja noch viel. Neue Notiz. 37. Ich habe hier bei Notizen so einen Ordner. Der heißt Daily Sketch. Und da sind einfach alle Sketche drin. Das ist einfach der Anfang. Den Rest schreibe ich auf dem Handy weiter. Lol. Da. Ehrlich geschrieben. Ich weiß, das geht auch am Mac, aber wenn ich woanders hingehen möchte, ist der Mac ein bisschen schwer, um den ein bisschen mitzunehmen. Weißt du, was ich meine? Das ist das Handy ein bisschen mobiler, weil es ist auch ein Mobiltelefon. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier fertig geschrieben und die Länge ist ungefähr so 2 Seiten. Das heißt, wenn ich einmal hier den Text rein habe und hier habe ich dann ungefähr noch so viel, was da überlappt. Wie man hier sehen kann, ist ja ziemlich viel gefüllt. Also ich gehe davon aus, dass der Sketch jetzt ziemlich lang wird. Das heißt ungefähr 1 Minute und 20 Sekunden. Circa so schätze ich mal. 2 Lichter an, 1 links, 1 rechts. Kamera hier hin. Ich stelle mich hier hin, kann das Skript da am Mac ablesen und nach da gucken beim Aufnehmen. Was ich also jetzt hier sehe, wenn ich hier stehe, ist das die Kamera und da ist das Skript. Dann stehe ich hier. Guck in die Richtung, so an der Kamera vorbei. Und dann sage ich, ich habe es auf Video aufgenommen. Ja, da guckst du jetzt blöd, ne? Da der Hintergrund hier nicht so nice ist, habe ich mir gedacht, yo, ich stelle mich dann einfach da hin, weil da ist wenigstens ein bisschen, vielleicht, ein bisschen besser. Das heißt, ich tue so, als wenn ich die Kamera drehe und hier stehe und nach da rede. Aber in Wahrheit stelle ich mich so hin. Oh, scheiße, Mann. Zufällig von hinten. Ahoi! Jetzt ist hier alles im Kasten und es wird erstmal geairdroppt auf den Mac hier. Und rausgezoomt. 37. Die Dateien da reinkopieren. Dann gehen wir in Final Cut Pro rein. Und in die Timeline jetzt will die Teile reinpacken, die wir haben wollen. Aber so scheiße ist, müssen wir auch natürlich noch die Audio-Sachen ein bisschen überlappen. Was weiß ich mal, mit so einem Lappen. Ein Tag lachen, ein Tag. Jetzt kann ich nämlich das Projekt kopieren, weil es halt für TikTok und Instagram TV ist. Wir die ersten beiden. Manchmal halt passend, ne? Wie ich da aussehe, Leute. Und dann exportieren. Ich sage dir, AirDrop ist einfach ein junger Gott. Und jetzt machen wir noch die Untertitel. Und da hilft der Mac ein bisschen weiter. Und einfügen. Jetzt wird exportiert, danach wird das noch ein bisschen klein gehackt, weil das für TikTok zu lang ist ein bisschen. Und dann kannst du hier Daily Sketch angucken.